Ja, ich befinde mich jetzt hier am Kommandostand und bei mir ist jetzt Hendrik Keppen. Ja, kannst du uns kurz erklären, was hier am Kommandostand gemacht wird? Ja, wir sind hier am Kommandostand von Fricadelli Racing. Wir machen hier hauptsächlich die Zeitnahme. Das heißt, wir haben verschiedene Monitore, auf denen man immer sieht, wie die Platzierung vom Fahrzeug gerade ist, welche Rundenzeiten gerade gefahren werden. Im Prinzip wissen wir natürlich selber, was unsere Autos gerade so auf der Strecke treiben. Aber wichtig ist hier halt auch, das Umfeld zu betrachten. Das heißt, wir haben auch immer die anderen Autos, die in der Klasse sind, noch mit auf der Uhr, um eben zu wissen, wie die Abstände nach vorne sind, die Abstände nach hinten sind. Darauf basierend kann man schön die ganze Taktik ausarbeiten, wann wir zum Boxenstopp reinkommen. Wenn man auf langsamere Fahrzeuge aufläuft und das im Vorfeld sieht, kann man entsprechend früher reagieren und das Fahrzeug in die Box holen zum Boxenstopp. Oder man rechnet aus, ob man vielleicht noch ein bisschen länger fahren kann, um einen Abstand weiter auszubauen. Das ist eigentlich so das, was hauptsächlich hier passiert. Was parallel dazu auch noch passiert, ist die Telemetriedatenübermittlung der Fahrzeuge. Das heißt, wir haben sehr viel Technik im Fahrzeug, die auch an die Box übermittelt wird. Wir haben verschiedene GPS-Systeme, die quasi live mit uns kommunizieren. Wir kriegen verschiedene Stati und verschiedene Temperaturen, Drücke etc. von dem Fahrzeug übermittelt, um halt zu checken, können wir noch ein bisschen pushen oder wäre der Reifen dann vielleicht ein bisschen überfordert, weil die Temperatur auf dem Asphalt zu hoch ist oder die Reifentemperatur zu hoch geht. Das alles wird hier so ein bisschen mitgemonitort. Und ja, die Datenaufzeichnung ist mittlerweile eine Sache, die, also ohne funktioniert es nicht mehr. Die ganzen elektronischen Helfer sind halt schon sehr dazu ausgelegt, das Maximum aus dem Fahrzeug und auch aus dem Fahrer rauszuholen. Und das Ganze wird dann halt hier im Prinzip koordiniert. Uwe kennt sich ja auch bestens aus mit den Systemen. Der Uwe sieht zum Beispiel einen großen Teil der ganzen Daten, die im Auto im Dash angezeigt werden. Aber das, was der Fahrer alles sieht, ist nur ein Bruchteil von dem, was alles übermittelt wird. Uwe, was sind so Werte, die du im Auto immer brauchst, wenn du fährst? Was ist für dich wichtig? Ganz wichtig für mich, Hendrik, ist auf jeden Fall, er hat das schon wunderbar erklärt, dass durch den ständigen Austausch ich informiert bin über alles, was den Rennverlauf betrifft zum Beispiel. Weil ich selber im Auto ja nie genau weiß, welches meine Position ist, zum Beispiel, wie die taktische Einstellung, die unter Umständen geändert werden muss, sein wird. Und deswegen bin ich immer heilfroh, dass hier vom Kommandostand aus, beziehungsweise vom Team aus der Box aus, immer Informationen gegeben werden können. Ich selber kann Informationen geben, er sagt es bereits, über Telemetrie auch, aus dem Auto raus, wenn zum Beispiel Probleme auftreten und die Boxencrew kann sich darauf einstellen, wenn ich zum Beispiel sage, Probleme am Auto, ich komme gleich rein. Möglicherweise Reifenschaden, ich merke, ich habe einen schleichenden Plattfuß etc., Temperaturen gehen hoch, Box sagt, okay, komm sicherheitshalber rein, check. Also ganz, ganz wichtig, dass der ständige Austausch da ist, gibt einem als Fahrer auch ein Sicherheitsgefühl, dass man weiß, die im Hintergrund wissen immer über alles Bescheid. Also ich merke schon, ein ganz, ganz wichtiger Posten hier, der Kommandostand und auch sehr laut, wie wir gerade gehört haben. Hier fahren dann natürlich direkt an die Autos vorbei. Dankeschön für den kurzen Einblick hier am Kommandostand. Gerne.